Da sind wir auch schon wieder zurück im nächsten Teil meines Let's Plays Star Trek Deep Space Nine Harbinger. Ja, mit einigen Problemen, DOSBox Traps. Gut, Jetsia, was hat sie für uns? Noch Fragen, Bennick? Eine ganze Menge. Ach ja, genau, die Carrick-Slot-Bücher. Die Informationen, die Carrick besaß, die jemand versucht hat zu löschen. Eigentlich versucht zu zerstören. Computer, ist die Datenprobe A fertig analysiert? Bestätige. Wie stehen die Chancen für eine Datenwiederherstellung? Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Wiederherstellung ist null. Und die Chancen für eine Teilwiederherstellung? Nur Audiodaten? Mit der Verwendung einer trojanischen Extrapolationsmatrix. Wahrscheinlichkeit unbekannt. Ha! Computer, trojanische Matrix auf Datenprobe A anwenden. Computer, Ergebnis abspielen. Erfahrung. Selbst ich, das Sprachhindernis behebend für vollständige Kommunikation. Aha! Oh Gott, hört sich das an. Ja, Barriere, das ist Carrick. Erneut hören, Stimme ist verzerrt. Das ist ganz klar Carrick. Während der Gespräche mit den Turgut habe ich gelernt, seine individuellen Kadenzen in einem Raum voller Schreien der Leute wiederzuerkennen. Lassen Sie uns diese auffallenden Kadenzen noch einmal hören. Computer? Erfahrung. Selbst ich, das Sprachhindernis behebend für vollständige Kommunikation. Ja, und nun? Barriere. Er spricht von einem Sprachhindernis und dessen Behebung. Ja. Carrick kann Ihnen vielleicht doch bei den Verhandlungen mit den Skytianern helfen. Ich lasse die Matrix über alle Daten ablaufen und hole sie, wenn ich fertig bin. Danke, Lieutenant. So, das war's von Jetsia. Oh, was war das? Übertragung von Botschafter Carrick, Tyrionisches Diplomatisches Korps, Vereinigte Föderation der Planeten, an Commander Benjamin Sisko, Sternenbasis Deep Space Nine. Sternzeit 49098,4. Kopie an Sternenflottenkommando. Bericht über Erstkontakt, neue Rasse. Derzeitige Bezeichnung Skytianer. Aha. Das reicht. Fahren Sie fort. Fahren Sie fort. Humanoid. Hochentwickelte Technologie, selbstversorgende Weltraumstationen im Orbit um den vierten Planeten des Skytianischen Systems. Ja, weiter! Fahren Sie fort! Zunächst erschien die Spezies als etwas fremdenfeindlich. Dies stellte sich nach engerem Kontakt jedoch als Fehleinschätzung heraus. Och, Kynos, weiter! Fahren Sie fort! Wie zu sehen ist, besteht die metallische Konstruktion der Weltraumstation zu hohen Anteilen aus Latinum und anderen wertvollen Metallen. Diese Tatsache, kombiniert mit der strategischen Lage, lassen eine Allianz mit den Skytianern als besonders wünschenswert erscheinen. Ja, Latinum, das ruft mir doch direkt wieder Quark ins Gedächtnis. Fahren Sie fort! Trotz ernsthafter sprachlicher Schwierigkeiten, über die ich mich später näher auslassen werde, gelang es mir, einem Skytianer die Existenz des Wurmlochs, die Position von DS9 sowie eine Einladung zur Eröffnung inoffizieller Gespräche mit der Föderation zu vermitteln. DS9, also entweder sollen sie Englisch reden oder bleiben beim Deutschen, also dieses Mischmasch immer. Na egal, fahren Sie fort. Fahren Sie fort. Nach meinen Schlussfolgerungen ist dieser Skytianer entweder der Anführer oder zumindest derjenige unter Ihnen, der einen höheren Rang innehat. Obwohl das für Sie nur ein geringer Unterschied sein mag, ist dies tatsächlich von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus befinden sich in meinem Besitz bestimmte Geräte, die für die Föderation sicher von großem Interesse und potenziellem Wert sind. Ich kann mich auf diesem offenen Kanal nicht näher dazu äußern. Es müssen jedoch Maßnahmen ergriffen werden, um deren Sicherheit zu garantieren. Na, das sagte Odo uns ja schon. Fahren Sie fort. Meine Mission im Gamma-Quadranten wird noch mindestens eine Woche andauern. Sollten die Skytianer vor mir ankommen, bin ich sicher, dass sie mit der gebotenen Höflichkeit empfangen.
Wegen der vorher angesprochenen sprachlichen Schwierigkeiten empfehle ich jedoch auch, alle Kommunikationsversuche, die nicht unbedingt notwendig sind, zu unterlassen. Fahren Sie fort. Carrick, Ende. Da. Ende der Übertragung. Ja, das hätte er jetzt aber auch noch sagen können. So, mit Jetsia können wir nicht reden. Was ist mit Cisco? Wie der steht. Herrlich. Lassen Sie mich meinen Auftrag noch einmal prüfen, Captain. Oh nein. Ja, Botschafter, tun Sie das. Es ist meine Aufgabe, aus den Skytianern so viele Informationen wie möglich herauszuholen. Das ist unsere dringlichste Aufgabe, Bennick. Das skytianische Schiff befindet sich draußen am Andockring. Gibt es sonst noch etwas, Captain? Ja, Bennick. Constable Odo möchte, dass Sie Dex unterstützen. Sie versucht, Carricks Computerdateien zu entschlüsseln. Ich werde sie aufsuchen, Captain. Danke. So, ich denke mal, dann haben wir hier alles gemacht. Wir haben Jetsia beauftragt, wir haben uns die Logbücher angeguckt. Deswegen denke ich mal, ist es sinnvoll, jetzt wieder Computer. Zu Odo zu gehen. Unteres Promenadendeck. Promenadendeck, Ebene 7, Sektion 5. Vielleicht hat Odo ja bereits neue Informationen, was die Skytianer angeht. Hoffe ich jedenfalls. So, wo war das Büro? Da... Ne, noch eins. Eins zurück. Da war's. Aha, da war's doch schon. Lassen Sie uns noch einmal die Passagierliste durchgehen. Lieutenant Emrad war der Pilot. Er überwacht die Schilde, war seit dem Andocken des Transporters nicht mehr aus dem unteren Kernbereich heraus. Hier sind die Akten der Passagiere. Yanni Taren, Rasmus Selin, Quark, Kimri Renat und Priyat Gning. Das ist die komplette Liste. Ich muss wirklich gehen. In Ordnung, Botschafter. Ich melde mich, wenn es Fortschritte gibt. Danke. Danken Sie mir später, wenn wir Carricks Mörder hinter Sicherheitskraftfeldern haben, wo er hingehört. Ist der blöd, Mann. Ich habe mir eine Subraumbotschaft angesehen, die Botschafter Carrick an Captain Cisco geschickt hat. Enthielt sie etwas, das uns weiterhelfen könnte? Er sprach von Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit den Skytianern. Er ist nicht der Einzige. Sonst noch etwas? Ja, ist ja gut. Direkt zicken hier. Er sprach von Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit den Skytianern. Was für wertvolle Gegenstände? Hat er nicht gesagt. Er drückte sich sehr vage aus, als wollte er auf einer offenen Frequenz nicht darüber reden. Wenn wir herausfinden können, was aus seinem Quartier gestohlen wurde, erfahren wir auch mehr darüber, wer ihn getötet hat und warum. Danke für die Informationen. Viel Glück, Botschafter. Ja, viel Glück. Da bringt uns jetzt aber nicht weiter. Okay, trotzdem, wir sind ein ganzes Stück weiter, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt gleich auch wieder 10 Minuten rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz, wir werden hier wieder Schluss machen. Der Teil ist vorüber. Ich schnibbel wieder, stelle es online. Wir sehen uns im nächsten Teil. NRW 18. Adieu.